Thomas Hessler, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview heute. Mhm. Nach 3,5 Jahren an der Seitenlinie bei Berlin United bzw. Club Italia wechseln Sie nun zur kommenden Saison zum BFC Preußen. Wie kam der Wechsel zustande? Ja, nachdem bekannt wurde, dass ich bei Berlin nicht mehr weitermache, hat sich der BFC Preußen gemeldet bei mir. Und durch einen Kontakt vom Spieler von Berlin United, den ich ein paar Wochen und Monate trainiert hatte, kam dann der Kontakt hier mit BFC Preußen zusammen und dann ging es eigentlich relativ schnell. Mit United sind Sie ja zuletzt in die Berlin-Liga aufgestiegen, nun geht es zurück in die Landesliga. Warum würden Sie den Wechsel trotzdem nicht als Rückschritt betrachten? Nein, ich sage ja, wo eine Tür zugeht, geht dann irgendwo anders eine Tür auf. Und es war halt mein Glück gewesen, dass es so schnell funktioniert hatte. Bei dem einen wollten sie nicht mehr und hier wollten sie. Und deswegen war die Entscheidung eigentlich einfach gewesen, weil ich bin jemand, der gerne auf dem Fußballplatz steht und gerne zuschaut, wie die Spieler trainieren oder wie sie sich verbessern, ob es im taktischen, im technischen, Ball an, Mitnahmen und so den ganzen Sachen. Das ist mein Interesse und nicht irgendwo, sage ich mal, woanders rumhüpfen. Und haben sich bei den Preußen jetzt auch den direkten Wiederaufstieg schon als Ziel gesetzt? Na, ich denke mal, sonst muss man sich keine Ziele stecken. Also du kommst ja irgendwo hin und willst natürlich, sage ich mal, sofort oben mitspielen. Und natürlich brauchst du da auch, sage ich mal, eine gute Mannschaft, gute Charaktere, die den Weg auch mitgehen. Und ich hoffe, das ist hier alles gegeben, weil ich denke schon, sage ich mal, dass man, wenn man gerade abgestiegen ist, natürlich auch so schnell wie möglich wieder nach oben kommen möchte. Gab es denn schon Gespräche, die die Kaderplanung betreffen, wer über Transfers hier entscheidet, wie viel Sie da mitreden möchten und wollen? Ja, das ist gerade im Gange. Deswegen, wir sind gerade ja frisch dabei und wir sprechen jetzt auch in den nächsten Tagen darüber, wen man holt, wo es noch mangelt und so weiter und so fort. Und das haben wir in den nächsten Tagen vor. Jetzt mal vielleicht die etwas problematischen Umstände rund um den Weggang außer Acht gelassen. Wie blicken Sie insgesamt auf die Zeit bei Berlin United zurück? Na, ich denke, wenn man das Jahr mit Club Italia und das Jahr jetzt mit Berlin United nimmt, dann denke ich mal, kann ich auf erfolgreiche 3 Jahre zurückblicken, obwohl das zweite Jahr wohl bekannt halt mit den Problemen mit der finanziellen Art gewesen war. Aber ich denke mal, wenn man in 3 Jahren zweimal aufsteigt, dann hat man eigentlich blicke ich eigentlich gerne zurück, weil das ist ja, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich, in den 3 Jahren zweimal aufzusteigen. Und deswegen bin ich über die Zeit dankbar, weil man kann vieles mitnehmen. Positives wie Negatives und das versuche ich natürlich in meiner Arbeit dann mit einfließen zu lassen. Mhm. Werden Sie den Verein noch weiterhin verfolgen? Na, ist egal, wo ich gewesen war, verfolge ich alle Vereine, ob es jetzt in aktiven Zeit war oder jetzt auch als Trainer. Und wie gesagt, man nimmt die schönen Sachen mit, man nimmt die schlechten mit, wo man dann natürlich sich dann verbessern kann oder daraus lernen kann. Und deswegen, mehr oder weniger, ich bin aufgestiegen, natürlich gucke ich gerne zurück. Um jetzt auch nochmal auf die Gegenwart bzw. auf die Zukunft zu sprechen zu kommen, beenden Sie doch für uns mal folgenden Satz. In 2 Jahren ist der BFC Preußen wieder in der Berlin-Liga. Und immer noch mit Ihnen an der Seitenlinie. Wenn alles gut läuft. Immer dann Thomas Hessler, angehender Trainer beim BFC Preußen. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.